Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos. Habt ihr schon entschieden, eine Fellnase an eure Seite zu holen? Na, dann zeigen wir euch doch mal, wie so ein typischer Tag mit Hund aussieht und wie das euer Leben bereichern wird. Ein Hund ist eine wichtige Lebensveränderung, die gut vorbereitet sein will. Sind zum Beispiel alle in der Familie einverstanden? Habt ihr die Möglichkeit, euren Hund geistig und körperlich zu beschäftigen und viel Zeit draußen zu verbringen? Und vor allem, denkt auch an die Hundesteuer- und Tierarztkosten, die auf euch zukommen. Euer Hund wird eine lange Zeit an eurer Seite sein, daher solltet ihr solche Fragen vorher mit allen Beteiligten klären. Und wie sieht es mit euren Gewohnheiten aus? Eigentlich egal, jedenfalls für euren tierischen Mitbewohner. Denn Hunde passen sich ganz gut dem menschlichen Tag-Nacht-Rhythmus an. Vielleicht macht ihr einfach vor dem Schlafengehen auch noch spät eine kurze Pipi-Runde, dann könnt ihr getrost beide ausschlafen. Und wann immer das ist, startet ihr in eure Tagesroutine und dazu gehört natürlich auch der erste Spaziergang. Das ist die erste von mehreren täglichen Gassi-Runden, die für einen Hund wichtig sind. Je nachdem, welche Rasse ihr an eurer Seite habt und welcher Tagesablauf noch so folgt, ist diese erste Runde kürzer oder länger. Ihr solltet auf jeden Fall Spaß an Bewegung im Freien haben, denn die bekommt ihr mit einem Hund an eurer Seite jeden Tag und bei jedem Wetter natürlich. Zurück zu Hause stellt sich die Frage, Frühstück oder nicht? Das richtet sich nach dem Alter, der Rasse und anderen Besonderheiten in der Ernährung eures Lieblings. Welpen oder auch Hunde mit empfindlichem Stoffwechsel müssen mehrmals täglich gefüttert werden. Bei gesunden, erwachsenen Hunden ist eine Fütterung morgens und abends am besten. Ein paar Tipps findet ihr im Magazin auf der Fressnapf-Website oder ihr schaut euch mal unser Video Futter in allen Lebenslagen an. Abonniert bei der Gelegenheit einfach den Kanal, dann gehört ihr ab sofort zur bestinformierten Community. Habt ihr einen Job, zu dem ihr euren Hund mitnehmen dürft? Diese Frage solltet ihr natürlich vorab mit eurem Arbeitgeber oder eurer Arbeitgeberin klären. Mit ein bisschen Ausstattung wie einem kleinen Hundebett und etwas Kauspielzeug und hier und da ein Leckerchen fühlt sich euer vierbeiniger Freund bestimmt wohl im Office. Und die Kolleginnen und Kollegen freuen sich meist über tierische Abwechslung. Falls das bei euch nicht geht, gibt es aber sicher eine Lösung. Checkt mal aus. Seid ihr gar nicht lange weg und euer Hund kann ein paar Stunden alleine bleiben? Vielleicht könnt ihr ja eure Mittagspause mit eurem Hund verbringen? Oder ihr habt jemanden, der sich kümmern kann, während ihr unterwegs seid? Es gibt ja auch professionelle Dogwalker, da hat euer Hund nicht nur Auslauf und Beschäftigung, sondern auch noch Hundegesellschaft. Viele Hunde können und wollen aber einfach nicht alleine sein. Beachtet dies auf jeden Fall bei der Auswahl eures zukünftigen Begleiters. Sicher ist aber, am allerliebsten ist euer Hund in eurer Nähe und begleitet euch gerne überall hin. Ob ihr in der Stadt oder auf dem Land wohnt, mit Rad, Auto oder nur zu Fuß im Alltag unterwegs seid, das will geübt sein. Auch Reisen mit Hund ist ein wichtiges Thema, über das ihr schon vor der Anschaffung einer Fellnase nachdenken solltet. Es gibt ja viele tolle Reiseziele, bei denen Hunde willkommen sind. Eine gute Vorbereitung ist jedenfalls alles. Und wenn es doch ausnahmsweise mal eine Fernreise ohne Hund sein soll, gibt es liebevolle Hundepensionen und Hundesitter, denen ihr euren Liebling für eine Zeit anvertrauen könnt. Was ihr aber jeden Tag sicher habt, endlich Feierabend. Dann kann es richtig losgehen. Lange Spaziergänge oder Fahrradtouren, Agility-Training oder anderer Hundesport, der anspruchsvolle Rassen auch im Köpfchen mal fordert. Besonders am Anfang mit neu adoptierten Hunden und mit Welpen solltet ihr ein regelmäßiges Training einplanen. Empfehlenswert sind da kurze Trainingseinheiten über den Tag verteilt. Mehrmals am Tag 15 Minuten werden hier empfohlen. Bei erwachsenen Hunden könnt ihr das gut in eure allgemeine tägliche Routine einplanen. Natürlich dürfen auch ausgedehnte Kuscheleinheiten nicht fehlen. Und die lassen sich hervorragend mit Pflegeeinheiten kombinieren. Je nach Rasse bzw. Haarlänge müssen Hunde unterschiedlich oft gebürstet oder gekämmt werden. Schaut auch besonders in der wärmeren Jahreszeit regelmäßig nach Zecken und Grannen. Die Gesundheit eures Vierbeiners ist natürlich besonders wichtig. Regelmäßige Check-ups und Vorsorgetermine beim Tierarzt oder der Tierärztin gehören einfach dazu.
Vor dem Schlafengehen geht es dann noch ein letztes Mal raus und dann heißt es ab ins Bett, vielleicht sogar zusammen. Freut euch schon auf den nächsten schönen Tag mit eurer tollen Fellnase. Ein Hund ist doch die schönste Aufgabe der Welt, oder? Das A und O ist, gut informiert zu sein, denn dann seid ihr super gut auf alles vorbereitet. Habt ihr schon einen Hund in Aussicht? Wie macht ihr es? Adoptieren oder fangt ihr mit einem Welpen ganz von vorne an? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch ein schönes Hundeleben und sind mit unserem Expertenwissen immer gerne an eurer Seite. Tschüss und bis bald!